Hey Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier erst schon das iPhone 10S Max, also das große Modell. Naja, eine Version davon. Ich packe euch natürlich nochmal das Gewinnspiel unten in die Videobeschreibung. Gilt noch bis Ende der Woche. Aber immer wenn es ein neues iPhone gibt, fragt man sich natürlich auch, welche Apps da drauf installiert werden. Und ich habe euch mal in diesem Video ein paar Apps rausgesucht, die ihr auf jeden Fall sehen müsst. Also erstmal viel Spaß. Die erste App heißt Talent Hero. Für alle, die nämlich noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind oder auch für diejenigen, die gar nicht wissen, was sie später nach der Schule machen wollen, ist das besonders gut. Denn bei Talent Hero könnt ihr einfach eure Interessen eingeben und die App hilft euch dabei, die passende Ausbildung zu finden. Die App ist übersichtlich aufgebaut und mir hat auch persönlich gefallen, dass sie euch anzeigen kann, wie viele Ausbildungsplätze denn tatsächlich frei sind. Außerdem wurde hier die doofe Hürde des Bewerbungsprozesses erleichtert, denn ihr könnt euch in dieser App, also wirklich im Bett liegend am Handy, in nur 10 Minuten auf eure Lieblingsstelle bewerben. Die Bewerbungsmappe ist innerhalb von nur 5 Minuten erstellt. Wenn ihr möchtet, werden euch natürlich auch alle Informationen zum Unternehmen angezeigt, was mir auch sehr wichtig ist. Aber alles, was ihr dann noch tun müsst, sind einfach nur eure Daten ins Handy einzugeben und mit einem einzigen Klick habt ihr euch dann beworben. Also coole Sache. Natürlich könnt ihr auch nach einer bestimmten Stelle direkt suchen, also wenn ihr beispielsweise schon was im Auge habt. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr es für später merken. Die App ist einfach und übersichtlich aufgebaut und nun kann keiner mehr sagen, er weiß nicht, was er machen will. Also ladet euch einfach Talent Hero runter, klickt euch rein und schaut mal, was ihr so findet. Bei Medizinfuchs kann man bei Medikamenten, bei Kosmetik und Nahrungsergänzungen bis zu 70% sparen. Das ist eine Art Online-Apotheke, die im Vergleich zu einer normalen Apotheke in der Stadt viele, viele Vorteile hat. Man kann zum Beispiel die Preise vergleichen. Das heißt ja nicht, also nur weil man ein paar Aspirin möchte, muss man ja auch nicht gleich die überteuerten Preise des Apothekers vor Ort bezahlen. Medizinfuchs hat nämlich über 180 Versandapotheken, bei denen die Preise verglichen werden. Und man hat hier eine Auswahl von mehr als 350.000 Medikamenten. Außerdem kann man bei jedem Produkt Hintergrundinformationen zu den Wirkstoffen bekommen oder nach Nebenwirkungen schauen. Selbstverständlich könnt ihr auch Erfahrungsberichte von anderen Personen lesen. Ich persönlich sehe das ja eigentlich auch als Pluspunkt, denn da tauchen jetzt keine Medikamente auf, die vielleicht der Arzt nicht raten würde, denn aktuell gibt es bei Medizinfuchs wirklich nur Produkte aus Deutschland, also kein importiertes Zeug und somit gibt es auch wirklich nur Sachen, die man komplett sorglos auch einnehmen kann. Ich selbst habe schon das ein oder andere Medikament bestellt, also schaut einfach mal rein, was ihr denn so in nächster Zeit brauchen könntet und legt los. Man könnte über die nächste App sagen, das ist vielleicht die einfachste Steuererklärung der Welt. Mit Taxfix könnt ihr nämlich tatsächlich selber eure Steuern erledigen, ohne dafür ein Vorwissen zu benötigen. Das Ganze funktioniert super einfach und natürlich auch schnell. Dementsprechend ist es nicht so ein ordentlicher Stress wie sonstige Steuererklärungen. Man braucht dafür keine Formulare oder sonst irgendwas, einfach nur die Daten in die App eingeben. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch ganz, ganz einfache Fragen. Und dazu hat man auch einfache Antwortmöglichkeiten. Außerdem könnt ihr natürlich auch die Kamera nutzen, um Dinge abzufotografieren. Also vielleicht möchtet ihr eure Steuerbescheide abfotografieren oder ihr müsst Quittungen nachreichen. Alles lässt sich auch in der App erledigen. Das Beste kommt dann aber auch zum Schluss, denn bei Taxfix wird genau berechnet, wie viel Steuererstattung man bekommen sollte und dann kann man es auch aus der App direkt ans Finanzamt schicken. Einfacher wird es also nicht mehr, von daher richtig cool. Wenn ihr aber bei den Steuern nicht so viel Kohle bekommt, könnt ihr es ja auch mal mit Lotto versuchen. Naja, ich will hier ja niemand zum Spielen animieren, aber vielleicht kennt ihr es ja. Man sieht eine Sternschnuppe und wünscht sich was oder träumt irgendwas, dass man vielleicht einen Wunsch frei hat und viele wünschen sich dann natürlich im Lotto zu gewinnen. Nun ja, dazu muss man aber auch erstmal Lotto spielen und dafür gibt es natürlich auch eine richtig gute App. Mit Clever Lotto könnt ihr zum einen natürlich ganz einfach am Smartphone Lotto spielen oder auch eure gespielten Scheine einscannen. Der Vorteil gegenüber dem Kiosk ist zum Beispiel, dass eine automatische Gewinnbenachrichtigung mit drin ist. Das heißt also, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr gleich aufs Smartphone eine Push-Benachrichtigung und erfahrt, wie viel ihr gewonnen habt. Außerdem hat man hier persönliche Statistiken, man muss dann also nicht immer wie verrückt nachrechnen und sich überlegen, wie viel man jetzt schon ausgegeben hat, denn man hat hier den Überblick, wie viel man ausgegeben hat und wie viel man gewonnen hat. Glücksspiel kann natürlich süchtig machen, also seid etwas vorsichtig,
aber checkt einfach mal aus. Wenn ihr Lotto spielen wollt, ist das die beste App im App Store. Das war's wieder mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, einen kurzen Daumen nach oben würde mich auf jeden Fall freuen. Und abonniert noch den Kanal, weil ich habe in der nächsten Zeit eine ganze Menge iPhone-Videos und auch ein paar Gewinnspiele für euch. Also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. I